Für uns geht es jetzt nach Japan. Wir bereiten uns dort vor auf die Pre-Olympics und auch auf die Olympischen Spiele, da das Olympiarevier ist. Nur einen Monat nach dem Sieg der Kieler Woche nimmt die Geschichte rund um das österreichische NAKRA-17-Team Zajac-Maatz eine unerwartete Wendung. Der Steuermann Thomas Zajac verletzt sich bereits am ersten Tag der Pre-Olympics in Enoshima schwer und muss die Heimreise antreten. In weniger als 11 Monaten findet dort das wichtigste Event für die beiden statt, die Olympischen Spiele. Und plötzlich rückt der Traum von einer weiteren Olympiamedaille wieder etwas weg. Wenn man einen Plan hat in seinem Kopf, man segelt die Pre-Olympics im Weltcup, man fliegt am 2. September heim und dann wird alles umgeworfen, einfach nur durch quasi einen kurzen Schnalzer im Knie. Alle Pläne geändert, Flüge umgebucht, plötzlich hat man Arzttermine, Physiotermine. Ian Thomas bei einem Manöver, die seine Vorschulterin, die Barbara, eben gegen das gestreckte Knie geflogen und er hat sich dabei das mediale Kollateralband, also das innere Seitenband, rupturiert. Von den Konsequenzen her, es ist natürlich immer gut, wenn das am trainierten Sportler passiert, weil dadurch eben der Schaden gering gehalten werden kann. Es wird natürlich versucht, dass das jetzt möglichst kurz gehalten wird, dass der Japan-Block, der nächste Trainingsblock Mitte September wieder in Reichweite steht. Es wird natürlich dann noch weitergehen von der Reha, es wird eine laufende, weiterfolgende Therapie sein, aber das Projekt Tokio 2020 ist durch das hoffentlich nicht gefährdet. Ja, es war eigentlich die wichtigste Regatta für uns dieses Jahr. Wir haben uns eigentlich nur auf diese Regatta vorbereitet. Das wäre eigentlich unser Höhepunkt gewesen. Somit fällt es aus, aber nichtsdestotrotz besser jetzt als wie zu den Spielen. Die Ärzte haben gesagt, ich falle für 6 bis 8 Wochen aus. Es dauert einfach so lang, bis das innere Seitenband zusammengewachsen ist. Aber ich glaube, dass man mit guter Physiotherapie, mit der richtigen Ernährung das ein bisschen schneller schaffen kann. Das bedeutet für mich, mein persönliches Ziel ist, in 3 Wochen zurück nach Japan zu fliegen und das Trainingslager fortzusetzen. Wir befinden uns im Olympiajahr. Weniger als 12 Monate bis zum ersten Start in Olympischen Spielen und da können wir uns 6 bis 8 Wochen einfach nicht leisten. Von dem her muss ich schauen, dass es ein bisschen schneller geht. Thomas ist bei diesem Weltcup also nicht dabei. Aber gerade mal 4 Wochen später ist er schon wieder im Wasser. Während Tom dahinter ist, sein Knie wieder zu stärken, hält am anderen Ende der Welt ein Mann alles zusammen. Matthias Schmidt, 38, seit 2019 ÖSV Sportdirektor. Er unterstützt seine Athleten und Trainer auf Augenhöhe. Das ist das, was es für mich so wahnsinnig spannend macht, dass man keine Regel hat, sondern dass man sich eigentlich in den Athletinnen und in den Athleten hineinfühlen muss und gemeinsam für jeden Tag, für jeden Moment die richtige Strategie und Taktik findet. Wollen wir es nicht zerreden, aber ich glaube, wir haben festgestellt, wenn du richtig reinhackelst oder auf der Vorwind bei euch, macht das schon Sinn. Schaut das sehr gut aus. Müssen wir halt schauen, wie wir das schaffen in der Regatta, dass wir dann trotzdem ein bisschen einschalten. Ne? Das wird sicher nicht einfach.
schaffen wir all diese Punkte, die noch notwendig sind, in diesem letzten Jahr noch so zu verbessern, zu korrigieren, anzupassen, dass wir dann bei den Bedingungen, die dann hier vielleicht herrschen werden, bereit sind. Du willst wissen, wie es den österreichischen Seglern beim Weltcup ergangen ist? Dann abonniere Candidate Sailing, denn in der nächsten Folge siehst du, wie es weitergeht.